Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elex im Stream. Wir sind dabei, für Falk hier Blödsinn zu machen, beziehungsweise Zeug zu suchen. Warte mal, hier oben. Wir haben schon einen Teil für ihn gefunden. Zumindest respektiert er uns jetzt wieder, der Drecksack. Der hat uns vorher respektiert, wir haben dafür nicht genug Schub dafür bekommen. Okay, warum habt ihr hier so Palisaden gebaut, oder beziehungsweise so einen Gang? Schön lecker gebratenes Fleisch, geil. Einfach schön aus dem Regen, weißt du, von irgendeiner Holzplatte mitgenommen. Mega, Leute, mega. Ich würde aber sagen, wir verziehen uns jetzt hier, weil ich muss den Rest nicht untersuchen, ganz ehrlich. Oder? Ja gut, hier gibt es noch ein bisschen Alpscheiß. Und dafür noch ein paar Alben aufs Maul zu hauen, ist eigentlich ganz okay. Der macht's wie Guybrush Threepwood, sicherlich. Wer macht der es? Ich habe keine Ahnung, worauf die Referenz sich bezieht. Noch ein Flugblatt. Ja komm, haben wir es schon, oder? Ist so nervig, immer danach zu gucken. Wahrscheinlich haben wir das Flugblatt schon. Wir haben schon 4, 5 von den paar Sorten, die es nur gibt, leider. Anleitung für den Energiespeicher, warum auch immer der so alt sein soll. Also wir haben gerade Anleitung für die Batterie gefunden, Leute. Wirklich? Die Munitionsdinger sind leer? Sind so viele Munitionskisten. In Fallout wäre ich voll froh. Jetzt hätte ich wieder mehr Munition, könnte wieder mal eine andere Waffe verwenden. Ja. Das kannst dir haken, mein Freund. Und ich krieg trotzdem Schaden, das ist so assi. Wir waren zu nah dran. Okay. Willkommen zu Elex übrigens, Renoir. Ich hoffe, du hast es gesehen. Geblubbelt hast du ja immerhin schon. Okay. Wir machen hier gerade ein bisschen Gefährtenquests, einfach weil ich Bock drauf hatte und was soll man sonst schon machen? Immerhin kommen wir jetzt mal ein bisschen weit hier mit den Gefährtenquests. Das ist auch kein Alp. Okay, irgendwie ist hier keiner. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, wo wir so einen Kram für ihn finden sollen. Wie wär's mit hier unten? Hier müssen wir alles schon eigentlich geregelt haben. Ich muss doch auf die Schädeldecke drücken, was? Ja, wie Simon the Sorcerer, alles in den Hut stopfen. Ja, ist auch geil. Och, nicht ihr, ey. Auf euch habe ich echt keinen Bock. Oh, Schleimassis. Ja, und der tötet mich gleich, passt auf. Zum Glück habe ich unten nicht Ausdauer, ne? Sonst wäre das Spiel noch eine größere Qual, als es jetzt schon ist. Und das ist das Traurige. Es ist sogar, wenn man diese schon wirklich fast cheatigen Schwierigkeitsgrad-Einstellungen nutzt, selbst dann ist es noch eine Qual. Und das ist echt traurig. Hier waren wir aber schon vor längerem. Warum? Oh oh. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ja, und irgendwie kriegen wir immer noch Geblitzel, wenn wir hier einmal getroffen werden von irgendwas. Elex? Wenn du Lag meinst, nope, hab... Oh Gott. Ihr seid so genial. Okay, der hier ist zumindest schön bewachsen. Haben wir hier eigentlich ein Weltenherz? Oh, die sind echt alle respawned, ne? Okay, wir gehen mal wieder da rein. Und pfeifen auf das Mistzeug hier draußen. Das ist eh unnötiger Blödsinn, die Dinger zu kaputt zu hauen. Oh ja, drei von euch. Ja, guten Tag. Nee, danke. Ich gehe dann mal. Oh, hier habe ich keine Lust. Die sind so scheiße, die Viecher. So, gucken wir mal. Hier unten hier war ich doch. Habe ich einen der Schläuche durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Dabei hat dieses schön. Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Okay. Ist das jetzt so wild? Anscheinend, denn ich komme nicht mehr hoch. Ring der Härte, Elektroschrott. Maximale Gesundheit und Ausdauer. Das ist eigentlich ein guter Ring. Ja, ich war hier doch schon drin. Seht ihr doch. Ja, der Aufzug ist oben. Und ich kann jetzt ausmachen, das ist gut. Obwohl, ist er nicht schon aus?
Der braucht so ewig, ey. Ring der Härte, wow. Ja, ja, es ist ein Penisring. Müsst ihr wissen. Der Typ hier braucht einen. Ich habe gehört, Falk braucht ihn vor allem. Obwohl, der hat immer einen großen Hammer dabei. Ja, wir sehen jetzt nichts, aber hier liegt auch überhaupt nichts, also. Hat schon eingesammelt, glaube ich. Okay, es wurde schon gespeichert. Ne, hier waren wir nicht, oder? Waren wir hier schon drin? Ich dachte, hier hätte ich Falk gefunden. Und hier liegen Tote. Okay, hacken wir das hier mal. Gibt's hier noch geilen Scheiß, anders kommt man hier ja nicht durch. Okay, das ist kleiner als das, ist größer als das, ist kleiner als das. Oh Gott, I don't know. Ich hab noch alle Zeit der Welt, warte mal, also. Eine 1 wäre kleiner als irgendeine andere Zahl. Die 7 wäre größer als zum Beispiel eine 4. Und die 4 wäre kleiner als die 5, so in etwa. Machen wir einfach mal. Also 1, 7, 4, 5. Die 1 ist richtig, die 7 nicht. Also dann eben die 1. Die... wäre die 8. 5, die 7. Auch nicht. Also 1. Die 1 ist kleiner als die 3, ist größer als die 2, ist kleiner als die 4. Ne, 4 und 8 müssen rein. Okay, wir haben eigentlich alle Zahlen. Wir haben die 1, die 3, die 8 und die 4. Die 1 ist kleiner als die 8, ist größer als die 3, ist kleiner als die 4. Das ist es doch. 1, 8, 3 und 4. Das war nichts. Was? Oh, komm schon. 1. 5, 3, 4. 1 und 3 sind richtig. Warum? Ja gut, eben hat er es nicht mehr sagen können. 1, 7, 3 und 4, I guess. Auch nicht. 1. 4, 3, 5. Ja, oder 8 geht auch. Geht doch. Okay, das war's. Einfach ein bisschen random rumprobieren geht auch manchmal. There it is. Yay. Ich bin nicht gut genug. I'm an idiot. Ich kann kein Schloss knacken. Okay, hallo, Chef. Wegen der Elektroteile. Er ist voll gut in der Mathematik. Wüsste ich nicht, ob ich den Nerv dafür hätte. Ach, so schlimm ist es doch nicht. Vor allem, wenn ich fehlschlagen kann. Das du wolltest. Es ist in der Tat hoch entwickelt. Er wird sehr zufrieden sein. Wer ist dein Auftraggeber? Ein Kleriker aus dem Hort von Ignadon. Na toll. Warum helfe ich euch nochmal? Wie heißt er? Sein Name ist... Falk. Er ist ein Legat aus dem Hort. Der ist auch zufällig clever, ja genau. Ein Legat. Okay, aber wie heißt er? Wir? Dein Auftraggeber. Ach ja, sein Name ist... Name... Er ist, ja, er ist beeinflusst worden. Der Kleriker. Er ist suggeriert worden. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Er respektiert mich, okay. Exzellent. Gut, wir können nochmal ganz hoch. Ich glaube, das machen wir auch nochmal schnell. Und dann suchen wir das nächste Teil für ihn. Es geht ja eigentlich recht fix. Vor allem das hier war cool. Das hier oder ist er hat der den Kommandotrakt Homa des gebaut. Hier geben die Alps den Befehl, den Lebewesen in der Umgebung das Elex zu entziehen. In Nidan sind sie offenbar nicht weit gekommen. Möp. Okay, ist ausgestellt. Gut.
Ach ja, das hier ist dann der, den die Berserker ausgeschaltet haben. Komischerweise waren hier dennoch Alps. Die zum ersten Mal hier waren. Was weißt du über diesen Konverter? Er ist offensichtlich nie vollends in Betrieb genommen worden. Die Berserker wollten sich einen Konverter direkt vor ihrer Haustüre wohl nicht gefallen lassen. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die Alps zurückschlagen und auch den Bewohnern Edans das Leben aussaugen, wenn du mich fragst. Hauptsache, hier gibt's ein Cleanbot. Geil. Warum auch immer der jetzt Cleanbot heißt. Ich glaube, die sind doch eben anders. Ja, weißt du was? Ich brauche ein bisschen Loot. Muss ich gelohnt haben hier. So. 10 Erfahrungen für so ein Ding. Aber wenn ich einen Critter töte, kriege ich 5. Wir müssen da hin und die Elex-Batterie holen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen, Leute. Keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Geht sicher irgendwie. Welchem SOM war es eigentlich? Ach, Secret of Mana. Stimmt. Ich glaube, den Part habe ich sogar schon gesehen. Stimmt, mit dem zufällig klug. Muss ich drüber lustig gemacht haben. War lustig. Ach, du auch noch? Ganz ehrlich, willst du mich mit mir anlegen, Beißer? Du bist irgendwie 20 Level zu spät dran. Ach, guck mal, selbst... Ich bin... Das hier sind eigentlich Level 1 Viecher, just saying, ne? Das sind Level 1 Viecher. Wir müssen ihr Level-System echt überdenken, die Leute hier. Weil so macht das keinen Sinn. Was ist das denn für ein Vieh? Was ist das denn für ein Monstrum? Ach, das war einer dieser Trolle, ne? Oh ja, geil. Der kann einfach vorhersehen, wo ich hingehe. Das ist auch schön. Das ist eine Freude. Unhold. Alter, guck dir mal an, wie stark das Vieh ist. Eigentlich bin ich jetzt über den Damage Boost, den man hier bekommt, wenn man öfter zuschlägt, ganz froh, weil sonst hätte das Vieh Stunden gedauert. So eine Scheiße, ey. Elixitbeutel, Elixit. Ach ja, bin ich hier bei den meinen Freunden, die mich immer verfolgt haben? Bin ich hier bei den zwei Pennern, die mich stundenlang verfolgt haben, hier so? Verlorenen Typis? Im Stock greifen die an. Werden die machen mir mehr Schaden als jemand mit einer fetten Axt? Okay. Hasselfleisch, sehr gut. Nehme ich gerne. Dann gehen wir mal in die Richtung. Da sieht's ja gut aus, ne? Sieht ja schon... Warte mal. In die Höhle? Ist hier eine Höhle? Das sah so aus, als wäre hier ein Durchgang. Nee, nicht wirklich. Okay, könnte auch eine Fake-Wand sein. I don't know. Ich habe keine Ahnung, was du mit einem Homer gebaut meinst, Jade. Guck mal! Ach ja, der hatte dieselbe Engine, das Ding hier hatte dieselbe Engine wie, Physik-Engine wie Dark Souls 1. Das ist ja die Dings-Engine, ach, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oh, toll, so ein Vieh. Hey, ganz ehrlich, die Gegner sind doch in keinem, stehen doch in keinem Verhältnis zu der Quest, die man hier macht. Guckt euch's an, ein Treffer tot. Ein Treffer. Geil. Ganz ehrlich, die Gegner stehen echt in keinem Verhältnis zu dem, was man hier leistet, oder beziehungsweise was das für eine Quest sein soll. ...90 XP, weißt du, der haut mich mit 2 Schlägen tot, ich krieg 90 XP. Das ist einfach... Ich könnte mich darüber noch ewig aufregen, Leute. Ewig. Ewig und 3 Tage für so einen Blödsinn. Ja, ja. Hauptsache, wir stellen mal Risk and Reward richtig schön zueinander, ne? So, das eine schreiben wir extrem groß, von dem anderen haben wir noch nie gehört. So
Könnt ihr jetzt selber. Havoc Engine, dankeschön, Carter. Ja, ich wusste, dass du es weißt. Ein Homer bauen, Englisch Pull a Homer, ist eine Redewendung, das ein Missgeschick bezeichnet, aus dem man unerwartet einen Gewinn zieht. Oh, okay. Interesting, dass dadurch jetzt, dass da jetzt sowas wirklich schon gibt. Jetzt alles voll mit Zeug. Wie komme ich denn da hoch? Ich komme nicht da hoch, Leute. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ist doch sicher an Homer Simpson angelehnt, oder? Kann ich da mich hochglitschen irgendwie? Muss doch gehen. Das ist ultra nervig, weil das Ding so lange braucht zum zum Regenerieren. Aber... Ja, komm. Toll. Ja, reicht, reicht. Ja, ist aus Simpsons, wirklich. Das haben wirklich Leute da schon so ein richtiges Zitat draus gemacht. Das ist ja echt lame. Bescheuert, ey. Okay. Wieder eine Etappe. Und das ist eine schöne Etappenweise, Leute. Aber der Regen ist schön. Mir fehlt der Regenbogen, ehrlich gesagt. Der war dem wahrscheinlich zu kitschig, ne? Ist klar. Okay, ich muss in die Richtung. Wie soll ich denn da hochkommen? What? Hier gibt es sogar einen Weg hoch. Willst du mich verarschen? Naja, ich habe die Abkürzung genommen. Hallo. Hier ist der kleine Beißer. Ja, guck mal, die haben schon nichts mehr drauf. Es gibt welche, die heißen gleich und sind trotzdem Level unglaublich unterschiedlich. Dann zeig mir doch wenigstens Level an. Oder ein Recommended Level dafür. Gut, da müssten sie überall wahrscheinlich Level 50 dran schreiben. Dann würdest du gar nicht mehr lang gehen können. Dann würden sie praktisch schon zugeben, dass sie das Zeug nicht ordentlich gemacht haben. Aus genau dem Grund steht das nicht da. Oh, guck mal hier. Aber es gibt überall Blödsinn zu sammeln, das ist schön. Ordentliche Wegführung haben sie auch verzichtet, weil es das Dings gibt. Ich stelle mir das irgendwie so vor, die haben die Welt gebaut und dann sind ein paar Beta-Tester durch und haben gesagt, Leute, da kommt da noch nirgends hin. Kannst vergessen. Kein Weg gefunden, 2 Stunden gebraucht. Und, oh, hier ist mein Gleiter? Und dann sagen die so, pff, okay, dann, oh, dann gehen wir später halt Jetpack. So in etwa. Dann kommt er dahin. Das hier ist mein Gleiter. Really? Huh. Could be. Ich meine, wie viele Gleiter sind hier noch abgeschmiert? Aber sag mal, wo lag ich denn dann? Oh, die Waffen sind cool. Ich weiß, dass das Ding da lag, das ich brauche. Aber ich will gerade mal gucken. Ist hier der Wasserfall? Ist ja auch ein bisschen weit, ne? Ja, aber es könnte sein, dass wir hier am Anfang waren. Ja, es könnte gut sein, dass wir hier runtergesprungen sind, beziehungsweise dort runtergeschossen wurden. Cool, dass es noch existiert, der Gleiter. I like. Immerhin etwas, was ich an dem Spiel mag. Ich mag schon ein paar Sachen, also so ist es nicht. Aber... Ach, die Kritikpunkte sind einfach zu mächtig. Da hat ja eine Brause hingestellt und Fell. Ich will nicht mit dir reden. Du laberst nur Blödsinn. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass er neugierig ist und etwas über die alte Welt lernen will. Das zeugt ja schon davon, dass er einen relativ wachen Geist hat und dann wurde halt so suggeriert, so alles. Wurde ihm alles so eingetrichtert, dass er den ganzen Blödsinn mit Kalan und sowas... Auch das ist die Elix-Batterie, die er haben wollte. Dass er dem Blödsinn glaubt. Der Elektroteile. Ja. Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters.
Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit? Ein Trank wäre mir lieber. In der Tat, ich bevorzuge Wasser. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Und trotzdem sollen wir dir eine Batterie bringen. Ich habe es einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Mhm. Das war jetzt die Drogenkonversation, die wir mit ihm geführt haben. Ich habe es natürlich nur einmal unwissentlich zu mir genommen. Wow. Wow, wow, wow. Warum kommen wir da eigentlich nicht mehr rein? Da gibt es doch hier noch Technologie, die wir ausschlachten können, oder nicht? So, wo ist der Nächste? Der Nächste ist da oben. Und dann ist hier unten noch einer. Und dann haben wir es schon. Ja gut, das hier kriegen wir schnell. Sind nur da unten bei dem Schrotttypen. Ist ja kein Ding. Dann sind wir gleich fertig mit ihm. Ist doch super. Haben wir seine Quest auch erledigt? Unglaublich. Bei diesem in Mitleidenschaft gezogenen Gebilde handelt es sich um einen Flakturm. Ja, einen so. Was? Ein Flakturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv was Sinn und macht. Im Nutzen fragwürdig. Aha. Sagt ihr, weißt du? Ich meine, so ein Flakturm ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ach, weißt du was, ich brauch die. Weil ich's kann. Ein bisschen Rattenpopulation ausdünnen hat noch nie geschadet. Ich meine, macht doch nur Sinn. Ah, das ist das hydraulische Gelenk, das er haben wollte. Wow, das sieht aus wie jeder andere Metallschrott, den es gibt. Weißt du, wie jeder andere wegen Metallschrott. Der Elektroteile. Ja? Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Die Maschinen gleichen uns, du Held. Weil wir sie nach... Weil wir sie nach dem erworfen haben, was wir sehen. Nämlich Tiere und Menschen. Also Tiere und Tiere im Endeffekt, ja. Also nach Tieren. Nach Bäumen haben wir sie wohl kaum entworfen. Die sind so ein bisschen statisch, das bringt uns nichts. Fehlen dir ein paar Prozente. Ja, das habe ich schon immer gedacht. Nicht wahr? Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motoren, Staub. Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Sag bloß. Nicht, wenn du dein Gehirn nicht mal wieder atmen lässt, mein Freund. Fulminant. So, das war das. Jetzt haben wir nur noch ein Ding zu erledigen. Guck mal, haben die ganze Quest in einem Part gemacht. Ist das nice? Oder fast die ganze. Na toll, jetzt muss ich wieder von hier oben los. Und wieder an massig Viechern vorbei. Dammit, dammit, dammit. Aber dann ist deine Quest vorbei, yay. Und dann können wir endlich zum Beispiel Kajas weitermachen, hoffentlich. Dann pennen wir einfach mal ein paar Tage. Dann geht das schon. Wenn wir einfach durch die Prärie rennen... Wenn wir hier einfach durch die Prärie rennen könnten, dann würde das ziemlich schnell gehen, bis wir da sind. Also ich sammle allen möglichen Quatsch ein, aber da hier noch eine Menge Viehzeug auf uns warten wird. Sowas da. Was nicht wirklich Bock habe, ich ignoriere den jetzt einfach. Oder wie weit sind wir von einem Level-Up entfernt? Wir könnten noch eins gebrauchen auf Level 20. Oh, wir sind ganz nah dran, Leute. Und dann brauchen wir nur noch ein Level-Up und wir können endlich mal ein ordentliches Schwert verwenden und nicht mehr dieses hässliche Brummschwert. Sondern eines, das schön Feuer gibt. Das einem schön Feuer unterm Hintern macht. Koryphäe, yay. Ich weiß nicht, was es ist, aber yay. Ich habe ein Achievement. Ich habe ein Achievement. Eigentlich habe ich das Gefühl, das Spiel verspottet einen damit, nur mit den Achievements. Ja, du bist eine Koryphäe. Warte mal, bis du um die nächste Ecke gehst und dich 15 Viecher gleichzeitig angreifen. Dann sieht man nichts mehr damit. Von wegen Koryphäe. Wasserflasche und Mana. Mana ist gut. Pures Mana ist super. Ich werde hier warten. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Geil. Hier kriegst du ja richtig schön Schaden. Die Likes. Ja, du kannst natürlich in einem einfach durchziehen, ne? Du Drecksack. Immerhin kommt er wieder mit.
So, noch einen kleinen Heiltrank gezwiebelt. Oh Gott. 5 Stück? 5 von euch? Alter. Guckt es an! Okay, du lenkst den einen ab, ich töte den anderen schnell. Das ist die einzige Chance, die wir hier haben. Zieh mir dann noch einen Trank. Ja, die 3 werden spaßig. Aber es sind immerhin keine Totenkopfviecher mehr. Obwohl ich nicht sehe, wie man die Viecher im normalen Spiel besiegen soll. Wirklich mit nur auf normal spielen. Okay, er mag mich, das ist schön, danke. Wenn man nur auf normal spielt, Leute, ich sehe nicht, wie man die besiegen kann. Ich sehe es echt nicht. Ich versuche sie jetzt noch zu killen. Gary ist Korypheus. Brecht ihm die Beine. Was? Das heißt, er bringt uns Liebe. Brecht ihm die Beine. Nee, er bringt uns Frieden, oder? Oder was Liebe? Ich glaube Frieden. Wo Burns da stand. Ich bringe euch Frieden. Er bringt uns Frieden. Brecht ihm die Beine. Das war gut. Einer weg. 2 Panzers noch da. Ja, haut alle Fall. Bringt ihn nur nicht um, bitte. Zumindest nicht, bevor ich nicht alle außer einen getötet habe. Ja, so nämlich. Genau, Falk. Hast genau richtig durchgehalten. Ich bin stolz auf dich. Guck mal, im richtigen Spiel kannst du keine Chance. Du bist so tot gegen 2 schon. Da hast du doch echt keinerlei Chancen. Ich sehe nicht, wie man die auch nur ansatzweise besiegen kann. Ja, Falk, ist cool. Stehst schon wieder? Das ist ja schade. Da liegt noch was Interessantes. Metallschrott, really, und ein bisschen Elixid. Wow, ein Splitter. Ein Splitter. Bis an 3 von den Viechern vorbei und kriegst ein Splitter, ne? Da freut man sich. Ah, ist das schön. Da hinten ist noch ein Assi-Vieh, so ein Skeks. Hier sind noch 2 von den Pennern. 3 mal wieder, oh Gott. Nie Dragon Age gespielt? Doch, natürlich habe ich Dragon Age gespielt. Origins. Und den zweiten Teil sogar auch, sogar, ich glaube, 2-mal. Ich fand den zweiten ganz okay. Da drüben! Ich mochte es eigentlich, dass man in einer Stadt gespielt hat. Das war cool über eine lange Zeit. Auch wenn die Gebiete recht samey waren, aber dennoch. Geht ja eh mehr um die Quests. Aber, natürlich fand ich Origins besser. Origins ist einfach auch eindeutig viel besser. Aber, ich kann mich nicht an das Zitat erinnern. Jade, weißt du, wie lange das her ist? Das ist mindestens 5 Jahre her. Habe ich nicht mehr gespielt, seit ich Let's Play, at least. Au. So, richtig schön wegrasiert. Nächster. Ja, du mich auch, du Scheißvieh. Hier ist ein Alpha-Angriff, ne? Und schon ist vorbei. Schlimmer als bei MechWarrior. Aber bei MechWarrior hältst du mehr aus. Ja, beziehungsweise Battletech. Ja. Der Kleine reicht. Okay, wir sind fast da. Wir sind fast da. Das kriegen wir in dem Part noch durch. 3 Minuten habe ich noch. Ich ignoriere die Viecher da jetzt einfach. Es wäre auch schön, wenn er sprintet, wenn ich sage sprinten, ne? Oh, ich bin so froh, dass wir mit allen durch sind. Jetzt nur noch die Berserker-Hauptquest machen müssen. Das ist so gut. Hammer, Trockenfleisch, beziehungsweise jetzt noch das hier fertig machen, natürlich. Ich will auch wissen... Dual-Hammer? Also du bringst 25 mehr, du bringst weniger. Ja, klar. Mhm. Die Waffen sind auch so ein Witz, ey. Ja, du machst 20 Schaden. Wie viel machen die Gegner? 400. Balance. Mich wundert, dass noch keine Memes hierfür da sind. Das Spiel muss so unbeliebt sein, dass sie nicht mal die Leute, die ein Meme daraus machen würden, dafür interessieren. Keine Ahnung. Sehr strange. Obwohl ich es eigentlich lustig... Ja, Golem oder was? Ja, geil. Geil. Origins ist auch der beste Teil. Ja, finde ich halt. Wirklich. Stell dir vor, du hättest den Einschlag des Meteors mit eigenen Augen sehen können. Und wärst dann zerbixt. Das wäre ein kurzes Schauspiel geworden. Ja, eben. Stimmt. Aber was für eins. Hallo, Bergtroll. Oh ja, Bergtroll. Schön. Guck mal, ich mache gar keinen Schaden. Ja, sammel mal das Zeug hier. Okay.
Warum konnte ich dich nicht unterbrechen? Blödes Vieh. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ja, du willst dahin, nicht ich. Du, mein Freund, nur du. Du bist der Dummbeutel, weswegen ich den Quatsch hier mache. Oh Gott, was sind das denn wieder für Viecher hier? Okay. Ein Amulett des Überlebenskünstlers, das ist auch schön. Ja, und das ist es auch. Die Ringe, weißt du, geben so, ja, 10 Punkte Lebensenergie. Und wie viel machen die Gegner Schaden? 400. So, was? Und du gibst mir wirklich nur 10 Punkte... Ach, toll. Oder tötest mich einfach gleich. Ah, da ist das Gaurudium. Das Spielzeug-Dino, nehmen wir auch noch mit. Bisschen Elexit und Energiezellen und einen Schädelbrocken. Den ich auch nicht brauche. Cool. So, das war's mit deiner Quest, mein Freund. Wegen der Elektroteile. Ja. Hashtag Balancing, ja. Würde ich jetzt gerne bei Twitter haben, dass jeder das hinschreibt. Mit Hashtag Balancing, Hashtag Elex. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ich gerade gesagt. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Er verehrt mich. Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja. Seltsam. Warum funktioniert es nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Beste Kamera, by the way. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Mission abgeschlossen. 2000 XP, I like. Ich hoffe, die kriege ich auch für die anderen Sachen. Für die der anderen Leute, die Quests. Weißt du was, komm. Hier, speichern und gehen. Machen wir den Quest-Scheiß gleich zu Ende bei ihm, dann muss ich ihn auch nicht mehr dabei haben. Auftrag beenden. Gut, hier sind die Koordinaten. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Random Access Memory? Fantastisch. Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es wieder das Let's Play Elex. Bis dann. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Tschüss.